Hallo und willkommen zurück zu Mini-Metro. Ich habe ja gesagt, da wird es jetzt ein paar Folgen von geben. Und zwar heute am Mittwoch. Ich nehme auch heute am Mittwoch auf. Und zwar ist jetzt gerade kurz vor 12. Und ja, da ich gesehen habe, dass bei täglich heute ein Standardmodus ist und nicht extrem oder so, würde ich sagen, wir gucken uns jetzt mal diese tägliche Herausforderung an. Denn da möchte ich später hingehen, dass wir die tägliche Herausforderung dann machen an den Tagen, an denen Video kommt. Dafür gehen wir jetzt hier auf Spielen. Bei der täglichen Herausforderung hat man halt immer nur einen Versuch. Und wir sehen, wir haben drei Wagen, drei Linien und drei Brücken zum Start zur Verfügung. Das ist jetzt hier Melbourne, habe ich glaube ich gerade gelesen. Und ja, hier ist halt das Ziel, möglichst viel zu schaffen, und dann gibt es hinterher Bestenlisten. Da können wir dann gucken, wie wir abschneiden. Es kommt auch immer ein bisschen darauf an, wie die Strecke ist, wie oder die Stadt, was man schaffen muss, wie ich da abschneide. Jetzt haben wir hier natürlich schon mal am Anfang alles, was mit drei Ecken ist, sammelt sich an dieser Station. Das ist jetzt am Anfang noch okay. Könnte später problematisch werden. Ja, gestern kam dann doch kein Video mehr zur Euro Truck Simulator oder ähnlichem. Ich habe einfach nicht die Zeit gefunden, das aufzunehmen. Ich komme da im Moment nicht so regelmäßig zu. Ich versuche aber, dass das ab morgen weitergeht. Ich kann es noch nicht ganz versprechen. Aber dann war eine Woche Pause. Das ist, denke ich mal, einmalig zu verkraften. So, jetzt haben wir hier das schon als wichtige Station gekennzeichnet. Automatisch. Wir können jetzt diese Linie hierhin verlegen. Dann hat zumindest die orangene Linie alle Figuren einmal und wird nichts mehr hier ausladen. Jetzt müssen wir die Station natürlich wieder verbinden. Wir können dann noch eine weitere Linie einfach bauen. Können wir jetzt auch hier rüberziehen, dann bringt der nicht die Kreise irgendwo hin, sondern direkt zum Ziel. So, dass jetzt nur noch die Dreiecke nicht passend sind. Von der grünen Linie, von der hellgrünen. Ja, wie gesagt, am Anfang können wir mal wieder ein bisschen schneller machen. Sonst ist das am Anfang immer langwierig. So, hier ist es übrigens Straßenbahn anscheinend, keine U-Bahn. Sehe ich hier gerade. Ja, Straßenbahn nehmen wir natürlich und wir fangen an mit einer neuen Bahnlinie. Achso, das erklärt, dass wir hier keinen Tunnel haben, sondern eine Brücke, weil es eine Straßenbahn ist. So, ich finde das nett gemacht. So, diese Station, da können wir jetzt mit der weiteren Linie anbinden. Ich sammle schon wieder alles an einem Punkt. Ich weiß nicht, ob das so gut ist auf Dauer. Vielleicht sollten wir nicht alle sechs Linien an dieser Haltestelle sammeln, oder? Es war vielleicht letztes Mal nicht die beste Idee, dass wir einen zentralen Umstiegspunkt haben und außerhalb keine wirklichen Umsteigpunkte. Also, es ist okay, einen zentralen Punkt zu haben, aber man sollte trotzdem noch mehrere Verknüpfungspunkte außerhalb dieses zentralen Punktes haben. Wir haben aktuell, dass drei von vier Linien hier enden. Das ist, glaube ich, nicht so geschickt. Aber das ergibt sich ja noch. Wir haben ja erstmal zweite Woche gerade. Eine Brücke. Gucken wir, was wir jetzt kriegen. Ja, einen Balkon brauchen wir, glaube ich, noch nicht. Wir machen erstmal weiter mit neuen Bahnlinien. So, jetzt können wir natürlich mal hier so eine Linie einfach hier unten lang führen, die gar nicht an diesem Verknüpfungspunkt vorbeikommt. Die könnte dann noch hier hochfahren. Wie praktisch. Dass auch dieser seltene Stern hier ja von zwei Linien bedient wird. Thank you.
So, jetzt haben wir hier oben einen Kreis, ja. Die blinken immer einmal so auf, wenn man die nicht direkt anbindet, so nach dem Motto, dass man das, um sicherzustellen, dass man es gesehen hat. So, jetzt haben wir hier ein Problem. Wir kommen hier nicht mehr rüber, weil wir unsere drei Brücken, die wir zur Verfügung haben, weg haben und das hier nicht zählt außenrum. Deswegen müssen wir jetzt mal kurz warten. Das sammelt sich jetzt was. Da können wir dann gleich hoffentlich drauf reagieren. Hoffentlich kriegen wir eine Brücke, sonst müssen wir hier was abreißen. Ja, wir kriegen zwei Brücken. Das heißt, wir bauen erstmal hier weiter. Können die auch hier hin setzen und sollten hier vielleicht mal ganz schnell eine Bahn drauf einsetzen. So, da haben wir es also auch geschafft, diese Überfüllung zu verhindern. Das war jetzt auch nur ein kleineres Problem. Das war kein großes. War noch kein großes Problem. So, jetzt können wir diese Linie. Man könnte hier so kreuzen lassen. Dann sieht man hier an der Stelle, wo sie sich kreuzen, fahren die etwas langsamer. Ist aber gar kein Problem. So, und das Entspannte in diesem Modus ist, dass wir auch jederzeit einfach eine Bahn nehmen können und die auf eine andere Linie aufsetzen können. Falls wir mal nicht weiterkommen, weil irgendwie zu viel ist. So, jetzt können wir hier. Oh, jetzt geht's schnell. Jetzt machen wir mal langsamer. Gefällt mir zu viel. Wir können jetzt hier diese Linie als Kreis zusammenbauen. Das ist auch möglich. Dann wird die jetzt hier immer im Kreis fahren. Und dann setzen wir die hier auf diese Station. Ja, wir brauchen, glaube ich, noch die letzte Bahnlinie, dass wir von hier unten. Jetzt haben wir hier unten einen zweiten Knotenpunkt. Jetzt haben wir zwei Knotenpunkte, die über eine Brücke verbunden sind. Aber das geht noch. Ich hoffe mal. So, ich mache jetzt langsamer. Gucken wir mal, dass wir hier durchkommen. Noch sieht es ganz angenehm aus. Jetzt haben wir alle Linien, das heißt, wir werden jetzt in jeder Runde keine Linie mehr hinzubekommen können. Die sind nämlich für voll, es gibt keine mehr. Das heißt, jetzt können wir so Brücken sammeln oder Waggons. Und der Vorteil ist, wir kriegen halt immer eine Straßenbahn, die wir dann zusätzlich auf einer Linie einsetzen können. Die gibt es ja immer. Und die brauchen wir nicht zwangsweise für die neue Linie, die wir haben. So, jetzt haben wir es hier ganz geschickt gemacht, dass auf dieser Ringlinie in beide Richtungen jeweils eine Bahn fährt. Die wird jetzt auch hier nicht die Richtung ändern, sondern durchfahren. Man sieht hier nur diesen Anfangs- und Endpunkt, da kann ich es wieder auseinandersehen, wenn ich es unbedingt möchte. Aber im Moment geht das ganz gut so. Jetzt können wir hier diese Linie hier runterziehen. Ich weiß noch nicht. Bin ich noch nicht ganz zufrieden mit. Wir müssen uns auch hier was überlegen, weil von unserer Ringlinie wird anscheinend alles, was quadratisch ist, hier abgeladen. Hier kann es ja nicht, hier ist ja kein Kreuz. Das können wir natürlich hier noch so zusammenfügen, dass es hier auch als Knotenpunkt gilt. Ja. Hier sehen wir schon, dass es leicht problematisch wird, weil die Bahn hier ziemlich voll ankommt. Wir müssen mal einmal kurzzeitig, glaube ich, uns eine von den blauen klauen. Als kleiner Trick. Das können wir vielleicht gleich noch lösen, wenn wir jetzt eine Brücke kriegen. Oder weitere Bahnen. Aber wir nehmen, glaube ich, eine Brücke. Dann können wir nämlich den hier anschließen und hier als Verstärkung rüberziehen. Das ist auch sehr interessant hier mit dem Kreuz. Das können wir ruhig zwei da drauf lassen. Und auf der blauen fehlt in diese Richtung einer. Das sieht man hier an diesem Pfeil vorne, an dieser Spitze, wohin der fährt. Der soll so rum losfahren. Ja. Das ist praktisch. Da können wir einfach die Ringlinie um eine Station erweitern. Wir sehen, dass wir jetzt dringender hier eine weitere Bahn brauchen.
die Station anscheinend überfüllt ist. Warum auch immer die so voll war auf einmal. Orange hat einen sehr langen Linienweg. Vielleicht müssen wir den verkürzen und diese Station noch hinter den Blaueif nehmen. Damit diese Station hier schneller wieder bedient wird. Das können wir wegmachen. Wir wollen ja jetzt auf langsam weiterspielen. Ja, also die Planung ist, dass ich für den Anfang mache ich diese Daily Challenges, wenn es Standard sind, und sonst gucken wir, dass wir einfach linear weiter die anderen Städte durchgehen. Und später gehen wir dann halt nach Möglichkeit nur noch auf diese Daily Challenges, dass wir ein bisschen Abwechslung reinkriegen. Nicht immer das gleiche machen. Das heißt, dass dann dreimal die Woche ein Video kommt, nach Möglichkeit auch mit der Daily Challenge von diesem Tag. Je nachdem, wie ich es schaffe aufzunehmen. Vielleicht muss ich einen Abend vorher aufnehmen, dann wird es eben die Daily Challenge vom Tag davor werden. So, jetzt haben wir hier schon problematisch zwei Stationen überfüllt. Denn unsere blaue Linie, sieht man hier, fährt durch, weil die Wagen voll sind. Da geht's durch. Das heißt, wir müssen jetzt hier mal mit Waggons arbeiten. Und erstmal setzen wir hier einen Wagen ein. Ein Waggon und kurzzeitig zur Unterstützung auch noch eine zweite Bahn. Die ziehen wir jetzt da hoch. Jetzt haben wir zwei Brücken zur Verfügung, die wir aktuell noch nicht brauchen. Jetzt fährt in diese Richtung eine Bahn mit Waggon und in die andere Richtung fahren zwei einzelne. Das ist für den Moment, glaube ich, das, was wir am besten rausholen können. Eventuell müssen wir eine der beiden einzelnen wieder rausnehmen, weil wir die woanders brauchen. Die Woche hat ja gerade erst. Also Mittwoch schon. Mal gucken. So, wir haben die Tausender-Marke geknackt. Das ist immer ganz gut. Und jetzt gibt es hier diesen Football. Würde ich jetzt fast sagen. Sieht aus wie so ein Football. Und wir sehen die gelbe Linie. Die nimmt jetzt hier nur diese. Das ist die einzige Bahn, die an so einem Sonderpunkt hält. Jetzt gucken, dass wir vielleicht die nicht auch noch an die gelbe anschließen. Deswegen machen wir das mal so. Jetzt wird unsere Ringlinie immer länger und immer größer. Weitet sich so nach außen hinaus. Heute ist es, denke ich mal, nicht das große Problem. Hier ist das große Problem. Dass hier sämtliche Quadrate hingesetzt werden, weil das natürlich nur eine Station entfernt ist. Wir auch nur ein Quadrat haben. Also Quadrat ist manchmal auch eine seltene Figur, weil es immer nur eins von gibt, das am Anfang dann schon da ist. Das Problem ist, dass die Grüne hier so mehrere Knotenpunkte hat. Die Station, warum auch immer die so voll ist. Vielleicht müssen wir da drauf reagieren und jetzt sieht man hier alles Mögliche voll. Vielleicht setzen wir mal hier auf Orange noch eine zweite Bahn ein. Wir machen Orange auch zu einer Ringlinie. So sieht es immer besser aus. Wenn das spitzer ist als 90 Grad, diese Kurve, dann wechselt die Bahn aber die Richtung, das kostet ein bisschen mehr Zeit. Deswegen versuche ich das mal zu vermeiden. Also ich rede mir aber ein, das kostet mehr Zeit. Ob es wirklich mehr Zeit kostet, weiß ich nicht. Es wirkt immer so. So, jetzt können wir hier gelb mal kurz einen Anhänger geben, sonst haben wir hier gleich verloren. Jetzt müssen wir kaufen, Orange. Bringt da nichts mit. Mal vom Blau einmal kurz Wagen abziehen. Der schmeißt jetzt da alle hin.
Nimmt gerade genug mit. Boah. Und hier die Station ist auch überfüllt. Ich weiß nicht warum. Ja, weil der da alles hinschmeißt. Oh. Vielleicht müssen wir die rausnehmen. Aus. Sieht man hier. Er fährt da durch. Das ist wie dieser Strich dazu. Ja, also ihr merkt schon, das ist jetzt so ein Zeitpunkt, wo das, was ich hier am Anfang versucht habe, ein bisschen schief geht. Da können wir nicht weiterhelfen. Grün ist halt hoffnungslos überfüllt, weil auf Orange. Ne, auf Grün ist kein Dreieck und der schmeißt halt alles. Hat mal alles hier hingeschmissen, der Grüne. Jetzt schmeißt das da hin, ist auch nicht besser. Ja. Da sind wir jetzt gleich raus. Ja, das müsste es jetzt gewesen sein. Okay. Boah! Guck mal, aber jetzt ist da dann jetzt vorbei. Kann da noch die Station anschließen, aber das schaffen wir nicht mehr. So. Wir haben 55 Tage durchgehalten und fast 1500 Fahrgäste transportiert. Und wir haben fast eine Viertelstunde durchgehalten. Und mit 1500 sind wir auf Platz 108 und gehören zu den oberen 30%. Gestern, vorgestern kann man gucken, am Montag habe ich mal probiert, da bin ich... bisschen schlechter, deutlich schlechter abgeschnitten. Da habe ich aber auch nur fast 400 geschafft. Hier habe ich 1500 geschafft. So, damit würde ich sagen, war es das für heute. Wir können jetzt hier auch nicht nochmal versuchen. Und ich hoffe, ich komme Freitag dazu aufzunehmen. Das heißt, das nächste Video wird es am Freitag geben. Bis dahin noch eine schöne Restwoche und tschüss.